auch weiter von Survival Games auf The Hive. Heute spiele ich die Map SG6 und es hat gerade ein bisschen gelaggt, es tut mir leid. Ich spiele mit einem blauen Bob John Skin, weil ich ehrlich gesagt die Skins richtig cool finde. Ich habe letztens halt diesen Typ mit dem lila Skin gesehen, von dem ich ja in der letzten Episode, glaube ich, erzählt habe. Und deswegen wollte ich mir unbedingt so einen holen und jetzt habe ich mich für den blauen entschieden. Ein anderer kommt von mir halt auch noch die grünen und ich finde die irgendwie richtig geil. Ja, also wie gesagt, wir spielen hier SG6, ich werde gleich da rauslaufen und dann zur Farm. Und am Anfang natürlich zu Tier 2. Mir ist aufgefallen, dass diese Steine da in der Mitte, wo normalerweise die Lava unter ist, das geht nicht mehr auf. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es geht irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung, ist irgendwie buggy oder so. Und auf jeden Fall kann man das auch an der Mitte sicher craften. Und ja, das finde ich eigentlich ganz chillig. Und da läuft schon jemand hoch, aber ich glaube, das ist ein Noob. Den punchen wir mal ein bisschen zur Seite. Und okay, ich hoffe, dass keiner die Route hier gut kennt. Der Tiger vielleicht, aber ich weiß nicht. Der heißt Like a Boss irgendwas, glaube ich. Und der macht irgendwie gar nichts, okay. Aber heute wollte ich eigentlich nicht über das Game so sehr reden. Okay, der hat ein Schwert, dann laufe ich mal ein Stückchen. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Gott, du Noob, läuft da jetzt mal rein. Nee, auf jeden Fall wollte ich heute eigentlich über die Sommerferien sprechen. Weil, wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja 10. Klasse und so abgeschlossen jetzt. Und deswegen habe ich irgendwie 10 Wochen schon frei, also frei. Und 2 Wochen habe ich schon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt reingehen soll. Okay, das war ein bisschen behindert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da, da, da. Der sieht mich nicht, der ist zu dumm. Okay, ich liebe da raus. Wow, okay, er hat mich doch gesehen. Weil er targetet mich, oder? Okay, jetzt lässt er mich. Oh Mann. Naja, auf jeden Fall habe ich in den Sommerferien eigentlich wirklich nichts groß vor. Und dementsprechend kann ich hoffentlich schön viele Videos bringen. Also zum Beispiel hatte ich ja vor, ich schätze mal 3 oder 4 Monaten, hatte ich so einen richtigen Lauf mit Videos. Also da hatte ich echt irgendwie 2 Wochen lang jeden zweiten Tag ein Video gebracht, so Survival Games und so. Und das möchte ich ungefähr wieder hinbekommen, also jeden zweiten Tag ungefähr. Oder ich versuche wirklich jeden zweiten Tag was zu bringen. Ich weiß, es könnte vielleicht schwierig werden, aber es sollte auf jeden Fall schaffbar sein. Machen wir nochmal ganz schön Brot, so, zack. Schnell raus hier, bevor irgendjemand den Schalter drückt. Ja. Und auf jeden Fall möchte ich da gerne wieder zurückkommen, weil ich habe in den Ferien eigentlich wirklich nichts zu tun. Also ich habe einmal, da habe ich eine Operation, und zwar würden mir da die 4 Weisheitszähne rausgenommen, weil die würden nicht in meinen Mund passen und so. Und da weiß ich noch nicht so genau, wie das mit dem Reden ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob es Schmerzen bereitet, wenn ich denn rede, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn mein Mund da, also der wird ja hinten quasi, wird oben und unten jeweils links und rechts alles aufgeschnitten und dann werden die Zähne da rausgenommen und dann wird es zugenäht. Und ich weiß halt nicht, ob das wehtun wird, also wenn ich rede zum Beispiel, also es wird mit Sicherheit wehtun, aber wie gesagt, wenn ich rede und an sich, ob das so angenehm ist oder ob ich überhaupt Lust dazu habe, denn zu reden, wenn, keine Ahnung, wenn sich das so komisch anfühlt. Deswegen weiß ich noch nicht, ob in der Zeit denn Videos kommen, also ich werde auf jeden Fall dann 2, 3 Videos vorproduzieren, die ich dann freischalten könnte. Von daher ist das eigentlich kein Problem so unbedingt, aber ich weiß halt nicht so genau, wie das dann mit dem Reden so ist für die nächsten Tage danach. Und ich glaube irgendwie 4 Tage lang oder so oder eine Woche darf ich auch keine Milchprodukte essen, warum auch immer. Und dann werden halt die Fäden irgendwann gezogen und dann ist auch wieder gut. Aber wie gesagt, da weiß ich halt noch nicht so genau. Und außerdem bin ich vielleicht eine oder wahrscheinlich eine Woche in Österreich. Und in der Zeit werden aber auch wahrscheinlich Videos kommen, weil ich denke mal, ich habe da Internet und dann werde ich halt ein paar Videos vorproduzieren und die dann immer nach und nach freischalten. Und ja, das, also, ja, ich denke, das wird wieder ganz gut in den Ferien. Vor allem, weil ich habe auch das Gefühl, dass in den Ferien ist so die Zeit der YouTuber quasi. Weil alle haben frei und niemand hat irgendwas zu tun, außer halt, also jeder hat Freizeit, jeder hat nichts zu tun. Und dann ist es natürlich cool, wenn man, wenn man Videos macht, damit sich das viele Leute angucken. Der Typ will jetzt auf einmal Team, weil hier 2 Noobs Team oder was. Komm, ich will den töten, dann habe ich wenigstens ein Steinschwert. Das hätte ich ja jetzt gerne. Zack, okay, ein Hit. Ist jetzt vielleicht noch auf 8 Herzen oder so, jetzt vielleicht auf 5. Schätze ich mal, jetzt kommt sein Freund von der Seite. Der war One-Hit, warum auch immer, okay. Der hat einen Cobweb gesetzt. Ich jetzt erstmal auf den hinter mir. Er will Frieden, ich aber nicht. Ich habe nie was von Frieden gesagt, mein Freund. Oh, komm, lauf nicht weg. Jetzt ist er lower als ich. Jetzt muss ich ihn bekommen eigentlich. Weil ich seine Hose brauche und sein Steinschwert. Und er laggt ein bisschen oder ich lagge. Ich weiß es nicht. Im Moment scheint es immer so, als würde ich laggen. Auf jeden Fall. Okay, jetzt hat er den Sprung gefailt. Und nein, ich konnte nicht noch einen Hit kriegen. Und oh Gott, das habe ich jetzt gefailt. Jetzt schwimme ich den einfach mal hinterher und versuche ihn zu hitten. Was irgendwie nicht so wird.
Aber auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, dass der Sommer halt so die Hauptsaison quasi von YouTubern ist. Und das versuche ich dann auch irgendwie durchzuziehen, weil, keine Ahnung, die meisten Leute haben halt nichts zu tun und können dann sich schön Videos angucken. Und, okay, der war jetzt auch tot. Nice, so, das nach da. Und ja, also ihr könnt euch auf jeden Fall auf den Sommer freuen, so gesehen. Also ich habe mich auch tierisch auf den Sommer gefreut, weil, ja, jetzt 10. Klasse ist oben endlich, so mehr oder weniger endlich. Und dann, ja, das wird jetzt eine chillige Zeit. Die nächsten 7 Wochen habe ich ja noch frei. Und ja, das wird cool. Vor allem. Na, okay, es gibt ein paar Sachen, die ich machen muss. Zum Beispiel, ich überlege gerade, was muss ich eigentlich machen? Also, ich werde mit meinem Führerschein anfangen und das bedeutet, dass ich, also ich brauche irgendwie so eine Bescheinigung, dass ich Erste Hilfe fähig bin oder so. Also, dass ich. Also, ich muss halt einen Erste Hilfe Kurs machen. Und dann muss ich noch halt mich da bewerben oder irgendwie so. Also ich muss mich halt anmelden und dann muss ich da halt auch hingehen zum Unterricht und so. Das wird bestimmt auch lustig. Und ansonsten halt die OP und Österreich. Und ja, mein Vater hat Geburtstag. Vielleicht machen wir an sich so ein paar Ausflüge. Oder ich halt. Und bin vielleicht ab und zu ein paar Tage nicht da, aber ich fahre jetzt nicht groß in Urlaub. Weil ich weiß nicht warum, aber im Sommer fahren wir zumindest eigentlich sehr selten in Urlaub. Also ich fahre jetzt nach Österreich und so, aber. Ansonsten fahren wir irgendwie immer im Frühling oder im Herbst in den Urlaub. Warum auch immer. Ich weiß auch nicht genau warum. Eigentlich ist das Wetter ja im Sommer besser, aber naja. Ja, aber auf jeden Fall. Ja. Das wird auf jeden Fall richtig chillig, die Zeit. Vor allem die WM ist jetzt noch und ja, das wird mit Sicherheit richtig coole Stimmung jetzt die nächsten Tage vor allem. Weil die Abschlussfeier ist jetzt so das Letzte. Also ich habe jetzt am Freitag Abschlussfeier. Und das ist so das Letzte, was ich wirklich vorhatte in den Ferien. Oder das Letzte, was ich wirklich machen muss. So gesehen, weil der Rest ist ja alles mehr oder weniger freiwillig, außer die OP halt noch. Und ja, also, keine Ahnung. Die ist ja jetzt. Habe ich das überhaupt schon erzählt? Ich weiß noch gar nicht. Also, ich habe auf jeden Fall jetzt am Freitag, also am 4.7. Abschlussfeier von der Schule aus. Und dann wird es so sein, dass ich halt mittags zur Schule gehe. Und dann da halt mein Zeugnis abhole und dann im Anzug und sowas. Und das ist halt so der offizielle Abschluss quasi. Und dann. Dann feiern wir noch bei einem Klassenkameraden in der, also auf dem Grundstück. Und wir sind so Zelte und sowas, alles und Bänke und übernachten da auch. Und dann kommen wir Fußball und trinken ein bisschen was. Und ich werde die ganze Zeit bei Skype Teamspeak angeschrieben, aber das ist ja auch egal. Und auf jeden Fall dann halt Freitag und Samstag bin ich dann halt mehr oder weniger nicht da. Also am 4. und am 5., 7. Und der ist richtig gemümpelt in den Stil. Ich laufe gerade auch nur rum, weil ich noch ein bisschen zählen möchte. Die Runde war irgendwie ziemlich schnell. Und. Ja, auf jeden Fall, das wird cool, habe ich gehört. Und dieses Video solltet ihr eigentlich Freitag sehen. Ich weiß ja nicht, Freitag oder Samstag, ich bin mir noch nicht sicher. Aber, ja, so. Also, vielleicht, wenn ihr das seht, bin ich gerade am Dingsen. Ich kann die gerade gar nicht hitten. Wow, okay, er killt mich. Okay. Ich meine, nicht gesagt, dass der gut ist. Gut, das habe ich, aber. Okay, jetzt brennt er. Den sollte ich kriegen. Ja, der sollte verbrennen. Okay, nice. GG an der Stelle. Er sagt Hex. Ja, natürlich Hex. Aber ansonsten hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Wenn ihr bis hier geschaut habt, schreibt mal Hashtag, ja. Hashtag Bockjob in die Kommentare, weil ich so einen von deinen Skins habe und ich finde ihn richtig geil. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr jetzt den Sommer genauso wie ich genießt. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei einer weiteren Runde zu Wald Games. Haut rein, Leute. Ciao.